Das bekommen wir hin. Ein schwieriges Treffen. Süleyman untersucht den Anschlag auf sein Leben. Belauschen Sie seine Unterhaltung mit dem Janitscharen-Hauptmann Tarek Barletti. Nicht entdeckt werden? Achso, den Turm der Gerechtigkeit von Topkapi erklimmen. So, jetzt dürfen mich die Wachen hier aber nicht sehen. Naja. Leichter gesagt als getan. So, komme ich von hier aus irgendwie... Ja. Das sollte besser sein. Okay, dann mal wieder über die Dächer hier. Okay. Schwer bewachtes Gebiet. Dann helfen wir mal dem jungen Prinzen. Hier. Oder runterfallen, das geht auch. Achso, wenn wir schon mal hier sind. Die nehmen wir mit. Jawohl. Ja, schon ein wenig. Da sage ich nicht nein. Na, jetzt. Da will er nicht direkt nach oben. Das geht. Okay. Ich weiß nicht, was heute los ist, dass ich hier immer abspringe. So. Jetzt. Hört auf meinen Neffen, Tarek. Eure Inkompetenz grenzt an Verrat. Allein der Gedanke, dass eure Janitscharen heute von einem italienischen Lautenspieler bezwungen wurden. Unerhört. Ein unverzeihlicher Fehler, Effendim. Ich werde das umfassend untersuchen. Ich werde die Untersuchung führen, Tarek. Aus wohl offensichtlichen Gründen. Evet, Shezadem. Ihr besitzt eures Vaters Weisheit. Und seine Ungeduld. Onkel, wie gut, euch unversehrt zu sehen. Sei gegrüßt, Süleyman. Allaha emanet olun. Tarek Bey, auf ein Wort. Was wohl der Zweck dieses Angriffs gewesen sein mag? Mich schwach aussehen zu lassen? Wie einen unfähigen Stadtvogt? Wenn ihr eure Hand im Spiel hattet, Tarek, habt ihr einen schweren Fehler begangen. Mein Vater hat mich als nächsten Sultan erwählt. Nicht meinen Bruder. Ahmed. Ich bin außerstande, mir den Verrat, den ihr mir vorwerft, nur vorzustellen. Was habe ich getan, dass mich die Janitscharen gering schätzen? Was tat mein Bruder für euch, das ich nicht tat? Darf ich offen sprechen? Aber bitte. Ihr seid schwach, Ahmed. Zu nachdenklichen Kriegszeiten und zu unstet im Frieden. Euch fehlt die Leidenschaft für die Tradition der Ghazi. Ihr sprecht von Brüdern in der Gesellschaft Ungläubiger. Ihr werdet ein guter Philosoph, Ahmed. Aber wohl kein guter Sultan. Ihr findet allein hinaus. Eine nette Familie, hm? Eurem Onkel mangelt es an Einfluss über jene, die er bald kommandiert. Tarek ist ein harter Mann. Stolz und fähig, aber ehrgeizig. Und er bewundert meinen Vater sehr. Doch gelang es ihm nicht, diesen Palast vor den Byzantinern zu schützen. Das erfordert unsere Aufmerksamkeit. Allerdings. Wo sollen wir anfangen? Behaltet Tarek und seine Janitscharen im Auge. Sie verbringen einen Großteil ihrer Zeit im und um den Bazar. Ich sehe mich dort um, wenn ich Zeit habe. Ja. Optionales Missionsziel beendet. Okay, nicht entdeckt werden. Das hätten wir. Okay. Ja, kurze Mission. Ein schwieriges Treffen mussten wir nur belauschen. Also gut. Einkommen angezahlt, genau zum Banktresor. Dann bewegen wir uns erstmal weg von hier. So, ich sehe mich hier nochmal kurz um. Aber ansonsten kann ich auch nicht viel ausmachen. So, wo gehen wir jetzt als nächstes hin? Wir haben immer noch eine Sophia-Erinnerung irgendwo hier. Wo auch immer die war. Achso, die war hier, genau. Exakt. Ich würde nochmal gerne zu diesem Templer, zu dieser Templerfeste hier sehen. Wenn wir das denn hinbekommen. Das würde mich dann doch noch interessieren. Großer Bazar, Piri-Reis. Okay. Ich gehe erstmal in die Richtung hier, dann können wir noch ein paar Läden kaufen.
und kommen bei der Bank vorbei. So, dann gehe ich jetzt aber nur einen Umweg. Einmal hier lang, genau. So. Das klappt. Was haben wir hier noch? Nicht sonderlich viel. Aber nun gut. Es werde Licht. Okay. Hier, ich höre was. Oh, das sind dafür nur die Vögel. Bilde ich mir die ganze Zeit irgendwelche Geräusche ein? Ah, ich bin mir nicht sicher. Gut möglich. Hier lang. Schon wieder eine Wache. So, das hat nochmal funktioniert. Und jetzt hier rüber. Bürgerhilfen. Oh. Schön. Nicht ganz mein Plan, aber... Oh je. Wie viel habe ich denn jetzt schon wieder auf mich aufmerksam gemacht? Oh. So. Achso, die sind hier unten, ne? So. Und der nächste. So, ich würde gerne einen Attentat eigentlich ausüben. Ah, das will nicht so ganz funktionieren. Hallo? Ja. Yeah. Okay. So, jetzt muss ich aber aufpassen. Die hier. So. Okay, der Übertreiber. Das ist ja schön. Ein Erfolg erhalten. Kämpft für eine ehrenvolle Sache, Arkadashim. Nicht nur ums Überleben. Wenn ich anderen helfen kann, so wie ihr mir halft, dann könnt ihr auf mich zählen. Ach ja, gute Menschen hier. Augusto Forneri ist uns auch beigetreten. Das ist doch super. Hier haben wir schon eine Bank in der Nähe. Ey. Schöne Landung. Ne, hier drüben. So. Heilung. Und zwar... Geld abheben. Ich bin immer hier für euch, Effendim. Oh, dann... Pardon, will ich noch ein paar Läden kaufen. Naja, ehrlich gesagt macht das schon Spaß. So, wo ist denn der Schmied hier? Irgendwie auf der anderen Seite. Oh ja. Da stimme ich zu. Ah, hier drüben. Okay. So, ab nach unten. Den hier kaufen wir dann auch mal gleich. Genau. Sehr schön. So, 5 von 15. Und die haben jetzt Lederstiefel. Ja, die kaufen wir mal. Kosten ja nicht viel. Waffen. Florentinischer Malchus. Ah, okay, Tempo ein wenig langsamer. Axt, Streithammer des Söldners. Ah, Temposchutz auch weniger. Ja, spricht mich jetzt alles noch nicht so an. Hm. Er fordert die schwere Schwertscheide vom Schneider. Ah, ja. Okay. Achso, aber ich kann... Moment. Ich will nochmal mit ihm reden. Hallo, ich will mit ihm reden. Manchmal... Jetzt. Es dauert immer ein wenig. So. Abus kostet 18.000, ja. Die würde ich mir dann durchaus gerne holen. Zumindest in Bälde. Bälde ist voll. Komponenten. Das können wir hier auch kaufen. Kleine Waffen. Was haben wir da so? Das wäre wenig besser. Ja, weniger Schutz. Ja... Standard-Stilett. Ja, ich kaufe den hier mal. Den arabischen Dolch. So. Es war mir eine Freude. Nichts Gutes bedeuten. Ich verschwinde. Das hätten wir. Okay, ansonsten gehen wir jetzt eigentlich mal weiter.
Zum Schneider könnte ich auch noch gehen. Da ist auch direkt einer. Okay. Aber dann versuche ich mich nochmal an der Feste hier. Was ist denn los? Ich will nochmal hier hin zum Schneider. Okay, kaufen. Oder renovieren. Genau. Schneider. Hat man es da schon durchgelesen? Die Arbeit als Schneider im Osmanischen Reich war lukrativ und respektiert und konnte von jedermann ausgeübt werden, unabhängig von seiner Herkunft oder Religion. Dadurch profitierte diese Zunft außerordentlich von dem fruchtbaren Aufeinandertreffen verschiedener Kulturen in den Straßen und Basaren Konstantinopels. Osmanische Stoffe waren berühmt für ihre strahlenden Farben, ihre komplexen Muster und ihren Detailreichtum, da durch die enormen Größe des Reiches kulturelle Einflüsse aus dem Osten Persiens und dem Westen Griechenland zusammenkamen und sich vermischten. Ein wahrer Schmelztiegel für prächtige Gewänder. Wunderschön ausgedrückt, muss man schon sagen. Endlich nicht umsonst, den Djinn der Seide. Ja, ich bin mir sicher, dass man dich so nennt. Alle Färben Fallschirme. So. Ich habe gar nicht noch geachtet, wie viel kosten die überhaupt. Nicht sonderlich viel. Okay, kleine Färben. Beutel. Ja, auf die verzichten wir erstmal. Obwohl. Ja, ich guck lieber nochmal nach. Da war ich wieder zu voreilig. Jetzt. Ja, kostet schon relativ viel. Fallschirmbeutel, Medizinbeutel, das wäre schon durchaus sinnvoll. Messergürtelerweiterung. Noch eine Erweiterung. Schwere Schwertscheide. Nehmen wir nochmal die Messergürtelerweiterung hier. Genießt euren Erwerb. Kommt bald wieder. Okay. Ja, ich glaube, das ist doch schon mal ein ganz guter Anfang. Und wir reisen mal weiter in die Richtung hier. Okay, das ist wieder etwas weiter weg. Da würde ich mich gerne etwas beeilen. So, irgendwelche Fragmente hier vielleicht in der Nähe? Ja, nein, vielleicht. Ich meine, die könnten ja überall sein. Ja, äußerst leicht übersehen, leider. So, schön. Naja, müssen wir mal gucken. Ein paar würde ich nämlich noch gerne einsammeln. Also wir müssen auch nicht alle 100 einsammeln. Ich glaube, das ist nicht notwendig. Für, naja, diese zusätzlichen Erinnerungen. Aber ein paar hätte ich dann durchaus noch gerne. Naja. So. Ab nach unten. Okay. So. Da wollte ich eigentlich nach oben. Jawohl. Da hinten sehe ich was. Ja, ein Fragment. Das sieht man hier immer nur so vereinzelt. Aber naja, ich weiß nicht. Die Stadt ist groß. So. Da haben wir eines. Das war toll. Na, da kommen wir nicht hoch. Ups. Ja. Das klappt. Da oben ist noch eins. Ja. Na also. Na endlich mal. So. Und da habe ich noch eins. Was ist denn los? Jetzt auf einmal. Sicher so viele. So, hier hinten. Ja, ich weiß nicht, ob die aus der Entfernung so leicht zu erkennen sind, aber naja, das hier hinten sieht man eigentlich noch ganz gut. Das nehmen wir auch noch mit. Okay. Ja, und davor ist dann auch schon direkt der Turm. Ja. Daran versuchen wir uns gleich mal. Templerfeste. Genau. Da müssen wir dann erstmal den Hauptmann ausfindig machen. Bomben, ja, haben wir nicht mehr sonderlich viele. Da können wir eigentlich auch gleich nochmal gucken. So, ich wollte jetzt eigentlich in die Richtung. Ich habe ja den Fallschirm. Oder so, das geht auch. Und zwar hier lang. Gut, das nehmen wir auch noch mit. Direkt drei hintereinander. Das erfreut mich doch. Okay, dann ist hier irgendwo, ich meine, hier können wir Bomben kaufen bei dem Herrn da unten. So.
Ja, da muss ich aufpassen. Was hat er denn im Angebot? So, boah, die sind schon echt teuer. Kirschköderbombe. Aufschlagsplitterbombe. Die uns selbst zu basteln, davon habe ich schon wesentlich mehr. So, Verzögerungskirschköderbombe. Wir haben jetzt, Moment, das muss ich nochmal kurz nachprüfen. Wir haben Rauchköderbombe und Splitterbombe. Ja, dann können wir eigentlich mal eine Bombe von ihm kaufen. So, ich will jetzt mal die hier. Die kosten auch nicht allzu viel, da nehme ich ja gerade mal zwei mit. Trotzdem ein wenig weh. Ich bin ja sehr geizig, was das Geld angeht. Ja, vielen Dank. Er spricht sehr ruhig, dafür, dass er uns gerade Bomben verkauft hat. Achso. Einmal das hier. Ja, Lammblut voll. Kennt man ja. So, jetzt müssen wir mal gucken. Oh, jetzt sind auch Wachen. Ne. Jetzt muss ich nämlich aufpassen, dass wir nicht plötzlich auf irgendwelche Wachen treffen. So. Weil die hier kann ich auch anheuern, aber dann kommt es ja zum Meisterhaft. Kampf. Ah, Phosphor ist auch voll. Bah. Jetzt ist die Frage, wurde der Hauptmann schon informiert? Nicht ganz bei Trost, der Alte. Oh nein. Nein, nein, nein. Nee, genau die Waffe wollte ich nicht. Komm schon. Nee, da ist das Ganze gar nicht gut gelaufen. Gut, den haben wir. Und abgewehrt. So, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob der Hauptmann jetzt sogar schon informiert wurde, oder... Ah, da ist er, da ist er. Oh, das kann... Alles klar, der ist natürlich genau jetzt in seinem Versteck verschwunden. Ja, du mich auch, Freundchen. Du mich auch. Was machen wir denn jetzt? Kann ich eigentlich... Können wir hier hin? Ich glaube schon. So, sind hier noch irgendwelche Aussichtspunkte? Den hier. Da auch noch. Ja, dann machen wir das mal schnell. Und zwar muss ich jetzt nicht. Ich laufe schon in die falsche Richtung. Wir klappern nochmal die Aussichtspunkte ab. Ja, das mit den Hauptmännern, das ist etwas, ich glaube, da muss ich eine andere Strategie anwenden. So. Ja, ich weiß nicht, also der Hauptmann, ich glaube, die werden dann nicht unbedingt direkt informiert. Ja, genau. Rosenmoschee. Diese Moschee hieß ursprünglich Hagia Theodosia, nach einer Frau, die dort während des kurzen, aber gewalttätigen orthodoxen Ikonoklasmus im 8. Jahrhundert gefoltert wurde. Doch auch der Name Gül, Kami oder Rosenmoschee beruht auf einer Reihe eher tragischer Ereignisse. Die Legende erzählt, dass Kaiser Konstantin XI. Und der orthodoxe Patriarch am Vorabend des letzten Tages der osmanischen Belagerung Konstantinopels hier um ein Wunder gebetet hätten, welche sie vor dem sicheren Tod bewahren sollte. Als die Zeit für den Kaiser gekommen war, seine letzte Schlacht zu schlagen, blieben viele hundert seiner Landsleute in der Kirche, schmückten sie mit Rosenblüten und sangen endlose Gebete für seine Sicherheit. Am nächsten Tag brachte die Osmanen durch die Mauern und die Stadt fiel. Als Sultan Mehmeds Heer die Hagia Theodosia erreichte, war sie voller Rosenblütenblätter und schwermütiger Menschen. Alle Überlebenden wurden gefangen genommen und die Kirche wurde für die militärische Nutzung umgebaut. Einige Jahrzehnte später reparierten die Osmanen sie und nutzten sie fortan wieder für Gottesdienste. In Erinnerung an ihre letzten Tage als christliche Kirche nannte man sie fortan Rosenmoschee. Alles klar. So, dann gehen wir mal zu dem nächsten Punkt hier. Ach, herrje. Die umgehe ich mal lieber. Oh ne, jetzt bin ich schon wieder hier falsch gelaufen, oder? Ja. Den falschen Weg gewählt. Ach, hier komme ich auch gar nicht raus. Ja, das klappt nicht so ganz.
Hallo, Dian. Ja, ich bin schon weg. Ja, das dachte ich mir. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Ich frage mich immer, wie die denn... Naja. Vielleicht halte ich zu viel von Ezio. So, ja, das hat ja wieder grandios geklappt. Na jetzt! Ja, wir sind natürlich wieder unfassbar schnell. Nein! Komm schon, schneller Mann, beeil dich! Ja? Okay, hier komme ich irgendwie... Ah doch, hier komme ich weiter. Dankeschön. Das macht dich immer echt fertig. So, wenn wir schon mal hier oben sind. Gibt es hier noch irgendwas zu sehen? Ah, irgendwie nicht. Nette Aussicht zumindest. Ich hoffe, die da unten ignorieren mich auch. Ach du Heilige, müssen wir auf den da drüben? Okay, dann müssen wir mal gucken. So. Ja, das sieht richtig aus. Okay. So, einmal hier. Einmal. So, okay. Geht doch relativ schnell. Jetzt habe ich Angst. Okay. Gut. Da oben. Na, da kann ich nicht hochsehen. Ah, natürlich. So. Aber muss ich hier noch weiter nach oben? Ich glaube, wir sind noch nicht am Ziel angekommen. Ja. Wunderbar. So. Irgendwie da kann er nicht hoch jetzt. Ja. Da sind wir richtig. Okay, ich hoffe, da oben gibt es nichts mehr. War jetzt. Okay, Karte aktualisiert. Das ist schön. Da wäre auch noch einer und hier wäre die Templerfeste. Okay. Ja, gucken wir mal. Und zwar, naja, liegt jetzt in der anderen Richtung. So, 12 von 22 haben wir schon. Das nenne ich mal einen Sprung. So, die ignorieren wir mal. Würde mich natürlich interessieren. Ah ne, hier waren wir ja schon, genau. Genau. Ich hätte mir damals auch ein Fragment mitgenommen. Ja, so viel dazu. Oje. Los, aufpassen. So, können wir das hier mitnehmen? Ja, das sieht gut aus. Jawohl. Eine Kiste. Ja. Natürlich. Ja, fast voll. Okay. Schade. Sollte ich mal aufpassen. Hm. Ja, ja, die Jugend von heute. Also von damals. Im 16. Jahrhundert. Alle die verwöhnten Rotzer gewesen. So, und zwar hier lang. Wo auch immer das genau ist. Achso, da hätten wir wieder was kaufen können. Da vorne, okay. Ja, da kommen wir aber auch ganz normal hin. Da oben. Da kommen wir anscheinend nicht hoch. So, probieren wir es nochmal von hier aus. So. Ja. Das sieht gut aus. Okay. Achso. Nochmal.
Dann haben wir den hier auch mitgenommen. Und als nächstes würde ich dann eigentlich gerne hier rüber sehen. Sophia Erinnerung. Kommen wir da jetzt ohne Probleme hin? Ich glaube, ansonsten haben wir auch gerade nicht so viel zu tun. Naja, es gibt ja noch genug Nebenmissionen, also da gibt es schon mehr als genug. Wir gucken mal, ob ich da ohne Probleme hinkomme. Oh je. So, hier lang. Ja gut, müssen wir gucken. Ja. So viel dazu. Ich gehe hier mal irgendwo nach oben. So. Ja, das sieht gut aus. Ach ja, ein Fragment, natürlich. Jetzt bin ich schon ganz scharf drauf. So. Naja, stechen ja zum Glück relativ gut hervor. So, da hinten. Und eine Wache. Ich bin schon gleich weg. Jawohl. So, noch irgendwas zu sehen? Ja, naja. So. Das ist jetzt schon 20, die wir haben. Wir haben auf jeden Fall die nächste Erinnerung mit Desmond freigeschaltet. Wie gesagt, die nehme ich mir dann später vor. Das war auch gar nicht geplant, aber hat funktioniert. Und zwar hier lang. So, ich weiß nämlich nicht, ob wir einfach so in das Gebiet kommen. Oh je. So, kleine Hagia Sophia. Die Osmanen nannten sie Kükük Aya Sophia Kami oder kleine Hagia Sophia. Ursprünglich war sie eine byzantinische Kirche, die um das Jahr 500 errichtet wurde und die, wie viele glauben, als Vorbild für die größere Hagia Sophia Kathedrale diente, die ein paar Jahrzehnte später errichtet wurde. Ich habe da allerdings meine Zweifel. Die beiden Gebäude haben einige hervorstechende Gemeinsamkeiten, aber die Grundstrukturen unterscheiden sich stark voneinander. Es ist ganz offensichtlich, oder etwa nicht? Ich meine, wenn man ganz genau hinsieht, echt wahr. Ja, ich glaube ihm. Das wird er schon wissen. So. Ah, okay. Ist das hier direkt? Bestimmt ein Einbrecher. Mirkada, das Schicksal hat uns zusammengeführt. Zwei Italiani, allein und verlassen im Orient. Spürt ihr auch diese Anziehungskraft? Ich spüre vieles, Messere. Vor allem Übelkeit. Belästigt euch dieser Mann, Sophia? Vergebt mir, Messere, aber die Dame und ich sind... der Teufel in Person! Weiche! Duccio, welche Freude. Lauft, gute Frau, um euer Leben! Wer war das? Umkane. Er war mit meiner Schwester liiert vor vielen Jahren. Und was geschah dann? Sein Katzo hatte noch 6 andere. Kirdovenia. Also, was führt euch zu den Docks? Ich habe meine Arbeit unterbrochen, um ein Paket abzuholen. Aber anscheinend sind die Papiere des Kapitäns nicht in Ordnung. Also warte ich. Oh, che seccatura. Das kann den ganzen Tag dauern. Lasst mich sehen, was ich tun kann. Ich kenne ein paar Wege, die Regeln zu umgehen. Kennt ihr die? Sie. Ich treffe euch bei eurem Geschäft. Der vierte Teil der Welt. Sophias Paket ist in ein rotes Tuch eingewickelt. Besorgen Sie es für Sie. Unbemerkt in den Hafen eindringen und wieder verschwinden. An Bord des beschlagnahmten Schiffes gehen. Okay. Die sind uns nicht wohl gesonnen. Dann nehmen wir mal einen kleinen Umweg hier. Ja, ich hoffe, das funktioniert. Okay. An Bord. So, Warnung, Sperrgebiet. Und wir müssen in die Richtung hier. Was sagt das Adlerauge? Okay, da haben wir ein paar Wachen. Die bleiben hier stehen. Und
Die drehen hier ihre Runde wahrscheinlich. Nehme ich an. Ist ja auch auf der Karte zu sehen, der orangene Punkt. Oh je. So viel dazu. Okay, die da drüben haben mich auch schon direkt gesehen. Ja, ich sollte einfach mal versuchen, nach unten zu kommen. Ich weiß eben nur nicht, ob ich dann ohne Probleme... Oh je. ...auf das Schiff gelangen kann. Ja, da würde ich gerne rüber. Nein! Julianischer Hafen. Okay, schnell mal durchlesen. Ein kleiner Hafen am Südende der Halbinsel, der sich ins Marmara-Meer öffnet. In den frühen Tagen Konstantinopels wurde der Julianische Hafen wegen der Nähe zum Hippodrom und zum später aufgegebenen großen Palast im Osten trotz seiner geringen Größe vor allem von der kaiserlichen Familie genutzt. Zur Zeit der Osmanen, vor allem nach Eröffnung des großen Bazars an der Nordküste der Halbinsel, war es für die Händler einfacher, ihre Waren über die nördlichen Häfen in die Stadt zu transportieren. Dadurch und durch den Umweg des Sultans in den Topkapi-Palast auf dem ersten Hügel wurde der Julianische Hafen immer unattraktiver.